Mein Name ist Tobias Mauersberger und ich zeige Ihnen heute, wie wir einen wunderschönen Kräutermantel für unser Lachsfilet zubereiten. Für unseren Kräutermantel geben wir unseren schon geputzten und etwas gezupften Thymian in die Küchenmaschine. Dazu einen halben Bund schon gezupften, grob gehackten Rosmarin. Unsere krause Petersilie, die auch schon gewaschen und trocken getupft ist. Und fügen unser Weißbrot, am besten natürlich entrindetes Toastbrot vom Vortag, mit in die Küchenmaschine. Ein klein bisschen braucht es noch. Kommt immer darauf an, wie weich oder hart das Brot schon ist. Und somit haben wir unseren wunderschönen Kräutermantel, den wir zum Panieren unseres Fisches nehmen können. Als nächstes würzen wir unseren Fisch von beiden Seiten mit Salz und Pfeffer aus der Mühle und wälzen ihn in unserer Kräuterpanade. Ruhig etwas andrücken, dass in der Pfanne nicht so viel abfällt und dann verbrennt. Und somit hätten wir unser wunderschön vorbereitetes Lachsfilet. Jetzt braten wir unsere Lachsfilets. Natürlich zu Hause kann man das wunderschön in der Pfanne braten. Nicht bei voller Hitze. Einmal die Pfanne heiß werden lassen, Öl mit einfüllen und dann die Lachsfilets mit einer Knoblauchzehe leicht angedrückt. Einfach bloß den Messerrücken nehmen. Einmal so in der Pfanne mitbraten lassen. Wir bei uns in der Gastronomie, wir nutzen gleich unsere Möglichkeiten und nehmen gleich unsere fertige oder unsere Bratenplatte und braten darauf. Dafür nehmen wir etwas Öl, heiß werden lassen. Und jetzt bei mittlerer Hitze langsam etwas braten lassen, dass sich eine Kruste bildet, aber die Kräuter nicht verbrennen. So, dann wenden wir unseren Fisch vorsichtig, um möglichst so wenig wie möglich Kräuter auf der Platte oder in der Pfanne zu hinterlassen und den Fisch als schönes Filet zu lassen. Unsere ersten zwei Lachsfilets haben wir fertig, sind wunderschön etwas glasig noch innen drin, nicht zu trocken geworden, dadurch, dass die Kräuterpanade schön die Feuchtigkeit im Filet hält. Vorsichtig abtropfen lassen. Zu Hause kann man die auch mal kurz auf Küchenkrepp legen, dass es nicht zu fettig wird auf dem Teller. So. Und somit hätten wir unsere fertigen Lachsfilets und dazu empfehle ich Ihnen ein mediterranes Gemüse. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de